Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir haben wieder eine weitere richtig coole Mod und zwar die Clone Wars Overhaul Mod und die verändert das Aussehen, wie es ist in Star Wars The Clone Wars. Man sieht hier schon, ne, der Truppler, er sieht ein bisschen anders aus. Er sieht so aus wie in der Animationsserie, genauso die anderen Truppler. Es wirkt auf den ersten Blick erstmal weniger, als es eigentlich ist, denn es ist wirklich sehr viel hier drin. Zum Beispiel haben wir hier als ARC Trooper als einer der Skin-Varianten zum Beispiel den guten Captain Rex drinne. Allgemein sehen die ganzen Figuren hier auch, ne, Staffel 7 lässt grüßen, so ein bisschen, haben wir die Aussehen von verschiedenen Figuren, hier zum Beispiel Gregor aus Star Wars The Clone Wars und was richtig cool ist auch Obi-Wan Kenobi. Der sieht richtig, richtig cool aus, wie ich finde. Und die gucken wir uns alle im Detail mal so ein bisschen an, weil, wie gesagt, das bringt halt einfach so ein bisschen dieses typische The Clone Wars-Feeling. Klar, manche Leute sagen jetzt vielleicht lieber, ja, aber ich hätte lieber diesen realistischen Stil, ne, den es sowieso schon im Spiel gibt. Den habt ihr ja sowieso. Aber für Leute, die sagen, ey, wieso denn nicht, ne? So ein bisschen die Kindheitserinnerung oder allgemein die Erinnerung zu Star Wars The Clone Wars wieder so ein bisschen wecken. Warum nicht mit dieser Modifikation? Weil der Obi-Wan, er sieht einfach perfekt aus, oder? Klar, das Gesicht sieht jetzt ein bisschen, warte mal, machen wir es mal so. Stellen uns mal so ein bisschen hier ins Licht rein. Aber ich finde, der sieht einfach absolut spitze aus. Der sieht absolut spitze aus, genauso wie er in The Clone Wars auch auftritt. Sieht richtig, richtig akkurat aus. Sind ja alle ein bisschen dünner, ne? Im richtigen Spiel sind sie alle ein bisschen dicker, die Figuren. Man sieht ja auch seine coole Frise, wie man es aus The Clone Wars kennt. Also, der sieht absolut spitze aus. Wir werden mal ganz kurz gucken, dass wir hier irgendwo ein paar Klone von unseren Freunden sehen. Hier ist beispielsweise einer. So, Leute. So, guckt euch das mal an. Also, wenn das nicht Clone Wars Hype oder hier Nostalgie wieder aufruft, ich weiß nicht. Es ist natürlich, die ersten paar Staffeln sind hier vielleicht eher abgebildet, ne? Aber die Klone, sie passen. Viel, viel dünner als jetzt im richtigen Spiel. Und natürlich, wie gesagt, manche Leute werden sagen, aber ich mag den realistischen Stil doch viel, viel mehr. Aber ich find's, es ist super gepasst. Es passt einfach super. Es hat super geklappt, diesen Stil hier irgendwie rumzukriegen. Die ganzen Droiden haben übrigens auch diesen Stil bekommen. Sehen allerdings nicht so ganz, nicht so ganz perfekt aus, wie ich finde. Ja, das ist doch was. Damit kann man auch mal ein bisschen mehr vielleicht den Nostalgie-Flash irgendwie bekommen. Wenn man hier den guten Obi-Wan irgendwie kämpfen sieht. Man hat ja auch dieses Spiel Republic Heroes, da sieht er, glaube ich, ähnlich aus. Wahrscheinlich haben sie die Modelle daher übernommen. Sie sehen auf jeden Fall unfassbar cool aus, wie ich finde. Wir gucken uns auf jeden Fall die Klone auch nochmal genauer an. Und dafür gehen wir auch nochmal ins Menü. So, liebe Leute, als erstes gucken wir uns den guten Gregor mal genauer an. Der taucht hier auf als Klon-Commander und man sieht auch schon, er taucht auch so auf wie in Star Wars The Clone Wars. Mit seinen ganzen Markierungen hier auf dem Helm. Der Helm sieht allgemein so geil aus irgendwie. Sieht super, super cool aus. Gibt's ja auch dann nicht nur in Clone Wars, sondern auch in Rebels zu sehen, den guten Mann. Dann natürlich in ganz anderer Form, aber hier, ne, in seinem gelb gehaltenen Stil. Sieht super, super, super cool aus. Dann haben wir, wie am Anfang schon gezeigt, den guten alten Captain Rex, der dann hier auftaucht als ARC Trooper. Und hier haben wir richtig viele verschiedene Skins für den. Hier haben wir dann auch noch einen Fox und da hatten wir noch ein paar andere. Ich werde gleich nochmal gucken, wen es da alles gab. Da gab es auf jeden Fall wirklich sehr viele, die wir hier als ARC Trooper auswählen konnten. Ne, er hier auch, Markierung auf dem Helm kennt man. Allgemein, man erkennt sofort, dass es Captain Rex ist. Seine zwei Pistolen passen natürlich perfekt. Viele Leute hätten sich den gewünscht und das Ganze in diesem Clone Wars-Stil gehalten, ne? Also in diesem optischen, grafischen Stil. Jetzt nicht dieses realistische, dieses ganz realistische, sondern man erkennt ja diesen leichten Comic-Touch, sage ich jetzt mal. Weil es halt aus dieser Computer-Animationsserie jetzt halt stammt. Sieht auch absolut spitze aus. Und viele Leute hätten sich ja sowas gewünscht, dass man zum Beispiel so einen Captain Rex-Skin hätte nehmen können für den ARC Trooper. Das weckt einfach Erinnerung, Leute. Das weckt einfach Erinnerung, wenn der hier so irgendwie so links, rechts schießend irgendwie so in die Deckung geht, hier irgendwie sich so wegduckt oder sowas. Dann müsste man jetzt hier vorne noch so einen Anakin haben oder sowas, der ihn verteidigt. Absolut spitze. Die allgemeinen Klone können wir uns auch natürlich nochmal genauer anschauen. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, ob wir das in-game machen wollen oder aber gleich nochmal in der Sammlung. Wir gucken wahrscheinlich nochmal ganz kurz gleich in-game und auch in der Sammlung. Den haben wir jetzt ja schon häufiger gesehen, den ganz normalen weißen Klon. Wir nehmen mal einen von der 501. Hier gibt es auch ebenfalls wieder unfassbar viele verschiedene Skins. Der hier erinnert jetzt so ein bisschen, so minimal, ich weiß, der sieht nicht ganz perfekt aus, an Hardcase, finde ich. Klar, ne, der sieht nochmal ein bisschen anders aus. Wie gesagt, Hardcase hat nochmal ein bisschen andere Rüstungsfarben und, also Farben nicht, aber hier diese Muster, die dann auf dem Helm anders verlaufen und auf der Brustplatte auch. Aber ich finde,
Der könnte auch 1:1 einfach so ein Klon aus der Serie sein. Also mir gefällt's echt gut, muss ich sagen. Dann haben wir noch die guten alten Jet Trooper und die sehen natürlich auch cool aus. Jetzt ist hier natürlich Staffel 7 angesagt, 332. von Ahsoka, das Bataillon, was dann von der 501. sich halt so abspaltet. Und da habe ich auch diese Stelle im Kopf, wo dann Anakin Obi-Wan unterstützt auf der Brücke, ne, in Staffel 7 auch. Da kommen sie auch alle mit dem Jetpack an. Das ist auch eine richtig coole Stelle und irgendwo passt es auch perfekt mit diesen Figuren. Wie gesagt, ich finde diese Modifikation super. Und jetzt gucken wir uns, würde ich sagen, alle anderen Skins auch nochmal genauer an. So, Leute, ich habe die Kamera mal so ein bisschen schöner platziert, damit man hier auch wirklich alles angucken kann, wie die halt immer wieder in diesem optischen Stil aussehen. Klar, wir haben jetzt hier auch sogar ein paar neue, ne? Man sieht ja schon bei der 87. haben wir jetzt hier die 332. ausgewählt. Die 104. natürlich auch unfassbar oft präsent. Zwar nicht in der Form, sondern eher in der zweiten Phaseform, in der Phase 2 Form von der Klonrüstung. Aber wir gehen trotzdem einfach mal alle einmal durch, damit man sie sich angucken kann. Also ich finde, gerade die 501. ist natürlich super präsent in Star Wars The Clone Wars. Dass die richtig gut rüberkommen. Genauso hier die Coruscant Guards, da hat man auch natürlich was vor Augen. Ist ja interessant, guck mal, die sind jetzt hier. Aha. Das ist jetzt die 104., ne, eigentlich, obwohl hier Coruscant Guard steht. Naja, hier haben wir die 104., die kennen wir natürlich auch, ist häufiger auch zu sehen in Star Wars The Clone Wars und, also wenn das keine Erinnerung weckt, ich weiß ja auch nicht. Hier haben wir nochmal die 212., richtig cool, 327. ist natürlich auch dabei. Und wir gehen einfach mal weiter, alle verschiedenen durch. Hier, wie gesagt, 501. weckt auf jeden Fall bei mir zumindest das meiste Feeling für The Clone Wars. Ich weiß nicht, welche Bataillon oder welches Bataillon verbindet ihr denn am ehesten mit der Serie? Wie gesagt, bei mir auf jeden Fall 501. Hier haben wir nochmal die Coruscant Guards, die kennt man natürlich auch, ne? Hat man dann später auch nochmal mit Fox gesehen, den werden wir auch nochmal gleich sehen, denn den gibt's auch nochmal zu sehen als ARC Trooper. Hier haben wir aber erstmal einen ARF Trooper, den kennen wir auch, oder den, ja, kennt man auch so vom Aussehen, obwohl hier irgendwie dieser Mundbereich, dieser Schnauzenbereich, nenne ich das jetzt mal, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Und wir haben hier die Galactic Marines, richtig cool, dass die auch ihren Auftritt gefunden haben. Ersetzen jetzt hier, glaube ich, auch, eigentlich ist es auch ein ARF-Trooper-Bataillon, ne, was hier ersetzt wird. Sieht auf jeden Fall auch richtig, richtig cool aus. Übrigens dürfte natürlich klar sein, das Ganze ist natürlich auch beim Heavy Trooper drinnen, ne. Dann haben wir hier so einen, der so ein bisschen eher noch wie Fox aussieht, aber wie gesagt, den sehen wir gleich sowieso nochmal. Und der hat dann hier seinen Sichtschutz beim Heavy Trooper. Bei dem Offizier und beim Spezialisten sind dann natürlich auch nochmal ihre Einzelheiten mit dabei. Das heißt, wenn wir jetzt hier beim Spezialisten reingehen, dann haben die alle ihre, ich nenne das mal Laservisier hier, Scharfschützenvisier, wie auch immer, haben sie dann natürlich auch alle dabei. Das heißt, da sind wirklich alle Figuren, die man sich irgendwie vorstellen kann, mit dabei. Natürlich ist es nicht perfekt, ne? Man kann sich jetzt hier keinen Keks nachbauen oder so. Aber wie schon gesagt, ne, der Heavy Trooper sah schon so ein bisschen aus wie Hardcase, wie ich fand. Also der von der 501. in der Phase 1 Rüstung. Hat mich irgendwie schon so ein bisschen dran erinnert. Ist ganz cool, wenn man sich dann so seine eigenen Clone Wars Charaktere vielleicht so ein bisschen nachbauen kann. Okay, und jetzt kommen wir wirklich zu dem absolut geilsten Part von dieser Mod. Und zwar habe ich ja eben schon gesagt, man kann natürlich mit viel Fantasie so ein bisschen gucken, ne? 501. auswählen, Heavy Trooper auswählen. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie Hardcase. Cool, cool, cool. Aber man kann natürlich auch wirklich seinen Lieblingsklon auswählen. Und das kann man hier machen. Oder zumindest gibt es hier viele Klone, die hier vorgestellt werden, die aber sehr akkurat und sehr gut getroffen wurden. Ich habe ja eben schon Captain Rex hier gezeigt, beispielsweise. Aber es gibt natürlich noch mehr. Fangen wir mal an hier mit Commander Bly. Der ist natürlich hier von der 327. Sollte man kennen, hat auch sein Visier hier so mit dabei, was so hochgeklappt ist. Das, so sieht man ihn auch des häufigeren Mal. Und hat natürlich seine markante gelbe Markierung mit dabei oder seine gelben Farben auf der Rüstung. Richtig cool, dass der umgesetzt wurde. Hier haben wir ihn endlich, den habe ich eben schon die ganze Zeit erwähnt. Liebe Leute, den guten Fox. Ist natürlich bei vielen von euch unbeliebt, ich weiß. Aber dennoch richtig gut getroffen, wie ich finde. Wenn Fox der Lieblingscharakter ist, kann man ihn hier einfach nehmen. Hier sieht man sogar nochmal das coole Zeichen der Guards. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall super, super gut. Dann haben wir als nächsten den guten alten Fives. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Einer meiner absoluten Lieblingsklone. Neben Rex zumindest. Wahrscheinlich der zweitliebste Klon von mir halt irgendwo. Finde ich richtig, richtig cool getroffen. Sieht auch gut aus. Erkennt man auch sofort am Helm. Beziehungsweise an den Markierungen auf dem Helm. Und ja, perfekt akkurat mit dem ARC Trooper, dass man den hätte hier reinbringen können. Dann haben wir den wahrscheinlich unbekanntesten, denke ich mal. Auf jeden Fall Commander Doom, der hier mit seiner grünen Rüstung auftrumpft und gelbe Markierungen auf Brust und Schulter und so weiter. Ne? Können wir die Kamera nochmal so ein bisschen... Ja, aber so viel besser sieht es jetzt auch nicht aus, ne? Naja, auf jeden Fall, der ist auch mit dabei. Dann haben wir den guten alten Jesse. Der ist natürlich auch bekannt bei den meisten, kommt ja des Häufigeren mal vor, vielleicht jetzt nicht unbedingt als die Hauptperson oder so oder der Hauptklon, aber dennoch immer recht häufig mit dabei und doch schon eine recht große Rolle, ne? Gerade in den letzten paar Folgen ja auch nochmal eine richtig, richtig große Rolle und
In The Clone Wars kommt er natürlich ebenfalls sehr, sehr oft vor. Der gute Commander Wolf mit der 104. Und ja, sieht auch perfekt aus, wie gesagt. Helm ist richtig, richtig gut getroffen, wie ich finde. Also ich finde, die haben die Helme und die Einheiten und hier natürlich Wolfpack auf der Schulter, ne? Haben sie richtig, richtig schön getroffen. Und diese ganzen ARC Trooper Skins gefallen mir übrigens. Der hier oben ist einfach nur ganz normal Standard, ne? Bevor ihr jetzt denkt, hör, warum zeigt er den nicht? Ja, der ist langweilig, aber die anderen, wie gesagt, ob man jetzt hier so einen Jesse nimmt oder so einen Wolf nimmt oder hier so einen Commander Doom nimmt oder den guten alten Fives oder so, da kann man sich richtig ausleben. Das ist absolut cool. Und ansonsten wäre es das tatsächlich mit dieser kleinen Modifikation, dieser kleinen Mod-Vorstellung. Was sagt ihr zu dieser, ja, kleinen nostalgischen Mod eher, die dann wirklich optische Sachen verändert und natürlich auch so ein paar, ja, Kleinigkeiten noch hinzufügt, gerade für Leute, die halt mit The Clone Wars aufgewachsen sind, das super, super cool finden. Und vielleicht auch ihre Lieblingsklone, also direkte Lieblingsklone in diesem Spiel vermissen, ist das auf jeden Fall was. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Damit war es das mit dieser kleinen Vorstellung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.